Wir gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Mitte 19. Jahrhundert in Leipzig, eine Stadt, die voll im Aufmarsch war, im Aufruhr war. Die Wirtschaft hat blüht. Man konnte die Stadt dann mit Paris, London, Wien vergleichen. Eigentlich eine Weltstadt. In dieser kleinen Stadt Leipzig ist der Julius Blüthner als junger Bursch zu seiner ersten Produktion gekommen. Mit 3 Mitarbeitern hat er im ersten Jahr 12 Instrumente hergestellt. Nach einem Jahr ist ein renommierter Musiker gekommen und hat ein Instrument gekauft. Das war der Start der Firma Blüthner. Die Jahre sind vergangen. Und bis zum Ersten Weltkrieg hat er mehrmals gezügelt. Über 100 Mitarbeiter waren plötzlich in der Firma beschäftigt. Und es hat floriert. Der Erste Weltkrieg, wie wir es wissen, ein starker Schnitt in dieser Wirtschaft. Niemand mehr hat sich um ein Instrument gekümmert. Es waren andere Probleme. Später die Wirtschaftsprobleme aus den 20er Jahren, 30er Jahren und etwas Besonderes war auch noch in den 30er Jahren. Erstens Hitler, der 33 an die Macht kam, wo die ganzen Produktionen, die er hatte, im Metallbereich vor allem für seine Kriegsmaschinerie gebraucht. Und das andere, in der Musik selber, ist der Grammophon entstanden. Der Grammophon ist auf den Markt gekommen und hat Live-Musiker und Konzerte nicht verdrängt, aber doch hatten plötzlich Musiker Freude, auch Aufnahmen zu machen und sie weniger auf die Bühne kommen. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen und dann ist gar nicht mehr gegangen. Die Produktionen waren mehr oder weniger eingestellt. Sachen sind verbrannt worden und man hat auch viele Dokumente, heute leider nicht mehr. Der Ingbert Blüthner, mittlerweile schon die 4. Generation von dieser Firma, hat aber nachher mit allen Kräften in der Nachkriegszeit die Firma wieder aufgebaut. Aus null. Die Fabrik war niedergebrannt und er hat von null an wieder gestartet. Es war ein schwieriges Jahr und daraufhin ist die DDR entstanden. Der riesige Vorhang ist gekommen und viele Firmen sind privatisiert worden. Blüthner hat ein Luxusproblem hatte. In dem Sinn, sie hatten ein Luxusprojekt und ein Luxusartikel und den fast nicht in den Westen verkaufen konnte. Das hat dazu geführt, dass auch Blüthner 1973 verstaatlicht worden ist. Und erst 1989, nach der Wende, hat sich das Ganze privatisieren können. 2 Monate später, nach der Wende, bin ich zuerst mal in Leipzig gewesen, bei der Firma Blüthner in Produktion und habe dort den stattlichen Herr, den Patron, lernen kennen, den Ingbert Blüthner. Und das war für mich ein ganz schönes Erlebnis gewesen, als junger Bursch jetzt vor dem Herrn Blüthner zu stehen und mit ihm durch die Produktion zu gehen. Ein sehr guter Freund ist er geworden, der ihm gesagt hat, mein Grossi, er hat einen Blüthnerflügel. Und er hat ihn gestrahlt und das Perdu war dann nachher selbstverständlich. Mittlerweile sind von ihm die 2 Söhne, der Christian und der Knut, die Firma führen. Der Flügel hier hat die Produktion kurz vor dem Ersten Weltkrieg verlaufen. Sehr wahrscheinlich ist er noch vor dem Ersten Weltkrieg in die Schweiz gekommen. Was wir wissen ist, mein Grossi hat ihn in den 50er Jahren gekauft, nachdem er das erste Mal revidiert worden ist. Und der Flügel ist immer in unserer Familie geblieben, an der Kiebolstrasse in Thun, am gleichen Standort. Und als Kind habe ich mich gefreut, zum Grossi zu gehen. Einerseits, weil es 2 Franken gab, wenn man die Rasen gemäht und der Flügel in der Stube spielen. Er hat einfach einen speziellen Klang gehabt. Das habe ich schon dann gemerkt. Später ist der Flügel zu mir gekommen und ich habe ihn richtig ausgehöhlt.
grundlegend von Grund auf Sachen verändert und neu aufgebaut. Der ganze Klangkörper neu gemacht, mit ein paar Details, die man verändert hat. Die ganze Mechanik zerlegt und mit neuen Teilen bestückt. Er ist nachher zu einem Musiker gegangen, den er mehrere Jahre genutzt hat. Als du dort platzmässig nicht mehr gegangen ist, ist er in eine Musikschule gegangen als Leihgabe. Und wo auch dort kein Bedarf mehr da war, ist für mich wieder das Fragezeichen gekommen, woher mit diesem Flügel? Ich selber brauche ihn nicht. Und doch ist es Familienstück. Durch Bekanntschaft mit Marianne ist die Idee gekommen, hier in der Spiezerkirche. Die Spiezerkirche hat da wie eine Bühne, es hat Platz und ist ja ein halber Konzertsaal. Da würde sich doch so ein Flügel doch gut machen. Und so steht der Flügel jetzt als Leihgabe hier in der Kirche Spiez.